Wasser ist doch was Tolles. Im Sommer wie im Winter haben wir in und am Wasser viel Spaß. Wasser macht aber nicht nur Spaß, es ist auch etwas ganz Besonderes. Für die meisten von uns ist das auf den ersten Blick gar nicht so offensichtlich. Wasser ist ja überall. 2/3 der Erde sind mit Wasser bedeckt. Ein Großteil davon fließt in den Meeren und Ozeanen dieser Welt. Nur etwa 2,5% der weltweiten Wasserreserven sind als Süßwasser vorhanden. Davon wiederum liegt ein Großteil als Eis in den Gletschern der Arktis und Antarktis vor. Alle Lebewesen, vom Bakterium über Pflanzen bis zum Menschen, sind auf Wasser angewiesen. Ohne Wasser gäbe es kein Leben auf der Erde. Wasser hat zudem einige ganz besondere Eigenschaften, auf die wir hier eingehen möchten. Wasser besteht aus vielen winzigen Wasserteilchen, auch Moleküle genannt. Ein einzelnes Wassermolekül besteht aus 2 Wasserstoffteilchen, die Fachleute mit dem Buchstaben H abkürzen. Die beiden Wasserstoffteilchen sind an ein Sauerstoffteilchen mit O abgekürzt gebunden. Man kann für Wasser daher auch die chemische Struktur H2O schreiben. Die Wasserstoffteilchen haben im Wassermolekül eine leicht positive Teilladung. Das Sauerstoffatom ist dagegen leicht negativ geladen. Jedes Wasserteilchen besitzt diese verschiedenen Ladungen. Fachleute sagen, es sei ein Dipol, was bedeutet, dass die Wasserteilchen 2 Pole besitzen. Diese Tatsache ist für zahlreiche Eigenschaften von Wasser verantwortlich. So bilden sich im Wasser zwischen den Wasserstoff- und den Sauerstoffteilchen eines anderen Wassermoleküls sogenannte Wasserstoffbrückenbindungen aus, die in der Natur eine große Rolle spielen. Die unterschiedlichen Teilladungen sind beispielsweise auch dafür verantwortlich, dass sich viele Substanzen, wie Zucker, gut in Wasser lösen. Wenn du noch mehr über Wasser wissen möchtest, geht's im nächsten Video gleich weiter.